Hallo und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir wollen mit Dorothy Sprodde reden. Ja, ich kann es unten ablesen. Und dafür sind wir hier nach Aber Hogsfield gereist und wollen ihr dabei helfen. Ihr wisst schon, vor allen Dingen wollen wir auch Sirona die Briefe... Ihr wisst Bescheid, war ja das letztes Video. Ich muss ja nicht alles wiederholen. Wir gehen mal hin und reden mit ihr. Ich habe mich mal umgezogen. Ja, ich habe nochmal dieses wunderschöne rote Gewand angezogen. Und das ist immer noch mein Lieblingsgewand. Tatsächlich. Immer noch mein Lieblingsgewand. Aber hier ist eine Kiste. Guck mal. Habe ich die übersehen oder was? Ah ja. Hallo Homora. Turn around. Turn around. So. Sehr schön. Ach Gott, ich brauche mein Licht gar nicht, doch, oder? Ja, doch, ist ein bisschen schöner. Hallo! Einbrecher! Na. Tiergehege, Landschaftsgemälde. Das ist das Frechste von allem, oder? Wir brechen nicht nur ein, wir klauen nicht nur ihr Hab und Gut, wir snacken auch noch ihre Nüsse und Bonbons. Die Häuser sind so schön. Gäb's mal ein... Ach, es gibt ja sogar ein Housing. Oh Mann. Okay. Mrs. Sprodde, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Sprodde. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Die liebe Sirona, sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprodde. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ja, ja, klar. Habe ich massig dabei. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprodde ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, als er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Okay. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn sie hätte, ne? Sirona sagte, dass sie, als sie in Hogwarts war, in den Sommern bei ihnen gewohnt hat. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Tja, Muggel können auch Garten, Pflege. Erinnern Sie sich, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Sprodde. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Habe ich doch schon. Hier habe ich doch schon gesammelt. Miss Sprodde, Sie sind ein bisschen verwirrt. Oh, Ihr Name ist geil, oder? Ich hätte ja auch cool, gern so einen richtig smoothen Nachnamen. So, Sprodde, Bridge oder Book.
Oder keine Ahnung. Sucht euch irgendeinen schönen Ihr wisst schon. Das hat schon bessere Tage erlebt. Da waren wir doch drin. Da waren wir doch schon drin, oder? Was hält Merlin diesmal für mich bereit? Lumos. Ach ja, das Spiel ist fantastisch, aber so ein paar Phrasen werden mir noch lange im Kopf hängen bleiben. Was nicht negativ sein muss. Vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. Ich hab... Herausforderung abgeschlossen. Herausforderungen. Kampf. Cool. Protego-Schild 2. Wir müssen den Webstuhl endlich mal erforschen. Also wir müssen in den Raum der Wünsche zurückkehren. Horklump Hollow. Horklump Hollow. Mrs. Brattle die Horklumpe gegeben, aber ich muss noch Sironas Briefe ent... Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Incendio! Aber sehr schön, dass es extra eine Dialogoption gibt für den Fall, dass man die Horklumpe schon dabei hatte. Finde ich gut. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brattle wird sich freuen. Das wiederum hat keinen Sinn gemacht. Horklumpsaft. Kein Troll, oder? Nee. Ja, hier waren wir schon mal drin. Ich kann mich ein bisschen erinnern. Ein bisschen. Ist auch ein tolles Wort, oder? Bisschen. Das ist so ein entspanntes Wort, um alles zu relativieren. Es ist ein bisschen schlecht. Es ist ein bisschen zu auffällig. Ja, es ist ein bisschen grob. Hauptsache nicht die Wahrheit ins Gesicht sagen. Okay, ja, wo geht's denn richtig lang? Ah, oh, scheiße. Ja, Mann! Ihr mich auch. Was war das denn? Jottes Willen. Oh, bitte, ich will nicht gegen den Troll kämpfen. Alles nur kein Trollkampf. Ja, aber hä? Ich sehe den Weg nicht. Okay. Oh, es ist der Troll. Ich schaff das nicht. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Einverstanden. Hallo Eichhörnchen. Meine liebe Serona, als ich hier ankam, befiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Wie konntest du das bloß erkennen? Wie konntest du all das bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim ein... Legi Limens bist. Und doch schien es mir, als konntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst.
als kanntest du meine Gedanken besser als mich selbst. Ich lese wieder nur Blödsinn vor. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel den Boden über und über mit Tinte volltropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich ungläubig an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anderes gewesen sein sollst, als die selbstbewusste und zuversicht versprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, faszinierend zu verfolgen, wie du, ganz ohne Magie, alles und jeden in deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen konnte. Jetzt, da sich meine Schulzeit dem Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in eine Ecke des Wirtshauses, weil du dich selbst in dem Geschöpf erkannt hast und mir deine Hand gereicht hast. Immer die deine Mirabelle. PS, bitte sag Mrs. Sproddle, dass ich sie und Mr. Sproddle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und, wie ich schamlos zugeben muss, auf ihre unvergleichlichen Kesselkuchen. Liebe Serona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. In Dankbarkeit, Sean. Meine liebe Serona, ich habe auch an Mr. und Mrs. Broddle geschrieben, aber fühle mich verpflichtet, auch meinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen. Was für eine fantastische Abwechslung wir doch vom Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über den ulkigen Gnom gekichert haben. Hat er wirklich geglaubt, er würde singen? Mrs. Broddles Fleischpastete war einfach umwerfend. Ich werde noch Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen. Du weißt nicht, dass ich es dir beim Spiel nächste Woche leicht machen werde. Du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slytherin hat. Volle Dankbarkeit, Philomena. Oder so ähnlich. Das müssen Sironas Briefe sein. Liebe Mrs. Sproddle, Mutter und Vater waren hoch erfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen bei Besenknecht verbracht haben. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet. Ich werde wohl nicht so bald vergessen, wie herzlich wir über meine kläglichen Versuche lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung. Mit der hochkomplexen Kunst, eine Hutnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Kopf zu verletzen, geht es mir ganz ähnlich. Aber alles, was wir durchgemacht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet und ich habe es ihnen zu verdanken, dass sie mich nun wie eine unverschämt gut gekleidete Hexe fühlen kann. Es war auch ein denkwürdiges Ereignis, in den drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch so eine Gaststätte besitzen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin überaus dankbar, dass Sie und Mr. Sproddle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meine Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso. In Dankbarkeit, Sirona. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Liebe Sirona, alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich in die Küche gemogelt und Frankie gebeten, die Waldbeercreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und es gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht so genau, woher sie zu dieser Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Frankie ist wirklich genial. Bess. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Das glaube ich auch. Oh Mann, okay. Also Sirona hat also bei Mr. und Mrs. Sproddle gelebt. Jetzt würde ich aber tatsächlich noch einmal nach Upper Hogsfield fliegen. Ach, guck mal hier. Incendio. Hallo, Humora. Nee. Nee, 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 nee.
sollte ich untersuchen. Lumos. Machen wir. Finde ich aber schon mal nett, dass wir beim Troll auch selber entscheiden durften, auszuweichen. Der Kampf wäre unschön geworden. Oh. Was ist hier noch für eine Höhle? Ein Schloss. Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Okay. Alohomora. Ja, diese kleinen Schatzhöhlen kennen wir inzwischen. Die sind immer noch schön. Denn wir wollen Transmox. Wir wollen Transmox. Ja, bevor wir aber zu Serona gehen, würde ich noch einmal zu Miss Sproddle gehen. Mal schauen, ob wir auch mit der nochmal darüber reden können, dass wir jetzt die Briefe gefunden haben. Der verbotene Wald ist schon extremst unangenehm. Hi. Wir können gar nicht mit dir reden. Na, das ist auch okay. Das ist auch okay. Oh, ich könnte jetzt auch einfach zu Fuß nochmal laufen, ne? Das ist einfach so schön. Ja, es wurde jetzt gestern auch in der State of Play ein bisschen Gameplay von Final Fantasy ein bisschen wieder, ne? Schön relativieren. Es war sehr viel Gameplay sogar. Wurde sehr viel Gameplay von Final Fantasy 15 gezeigt, was mir außerordentlich gut gefallen hat. Das könnte das Final Fantasy für mich werden. Ein Charakter, kein rundenbasiertes Kampfsystem mehr, Action-RPG, so ein Misch aus Elden Ring und God of... schon lange verlassen. So ein Misch aus Elden Ring und God of War vielleicht. Und ich dachte nur so, das ist mein Spiel, das ist für mich gemacht. Aber es wird zu viel, ne? Wir haben jetzt Tears of the Kingdom, das neue Zelda, was auf jeden Fall gespielt werden muss. Wir haben Diablo 4. Wir haben Final Fantasy. Wir haben das Horizon DLC, was jetzt auch bald rauskommt. Wir haben Hogwarts Legacy. Und endlos viele Katzen hier überall. Was ist denn da los? Katzen, Katzen, Katzen. Cattle Cat. Aber Hogsmeade und Upper Hogsfield sind wirklich sehr nah beieinander. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Dieser Satz. Na komm, steck den Stab weg. Okay. Auf zurück zu den drei Besen. Und das wird bestimmt verfügbar, wenn wir dann nochmal im Raum der Wünsche waren und die Pflege magischer Geschöpfe freigeschaltet haben. Aber können wir auch nochmal darüber reden, dass wir einfach eine Aufgabe beim letzten Mal abgeschlossen haben, ohne sie wirklich abzuschließen? Ich hasse abends nach Hause. Guten Tag, kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Versprochen. Das haben wir noch nicht, ne? Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen.
Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Mache ich, danke. Die Musik. Die In-Geschäft-Musik gefällt mir besser als die Hogsmeade-Musik an sich. So. Sirona! Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte Ihrer Freundin Mrs. Prottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Über einige der Briefe habe ich mich gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Echt, Mann. Vor allem könnten wir dann Quidditch spielen, wenn es nicht abgesagt worden wäre. Da war ein Brief von einer gewissen Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Professor Garlick ist die von Kräuterkunde. Die coole mit dem coolen Hut, die mit dem, ihr wisst schon. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie beide scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Und das ist auch gut so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Das glaube ich. Fassregal, oh wie cool. Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, dann ist es Zeit für Feldcraft, oder? Er hatte nichts Neues für uns, nö. Oder? Wir könnten hier bei Mr. Brown noch die letzten Beschwörungsanleitungen holen. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Werde ich. Wir haben gar kein Geld mehr, aber alle Sachen. Cool. Aber wir haben jetzt, Moment mal, wir haben Mr. Moon noch gar nicht getroffen im Drei-Besen. Das würde ich gerne noch machen. Und dann geht's auf nach Feldcroft zu Sebastian. Mr. Moon. Hier ist er nicht, da ist Sirona. Ja, ganz oben werden die ja nicht sein, oder? Das ist ja... Oder? Nee.
Na gut, dann okay, dann halt nicht. Okay, dann wollen wir uns mit Sebastian treffen. Oh. Die müssen wir auch noch nachholen. Feldcraft. Verfolgen. Ich versprach Sebastian, dass ich mich in Feldcroft mit ihm treffen würde. Er hofft, dass es seine Schwester Anne oder Anne oder wie auch immer aufheitern könnte, neue Schüler zu treffen. Aber irgendwas Unheilvolles geht in Feldcroft vor sich. Wir waren ja schon mal in Feldcroft, das war ja dieser Ort, der so arg gegen die Kobolde verbarrikadiert war. Da haben wir auch die Kaukohlköpfe hingebracht, damit die sich besser gegen die Kobolde verteidigen können, wer sich noch erinnern kann. So, große spannende Frage. Sollen wir schnell die beiden Sachen hier erledigen? Dann sind sie weg. Ah? Ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutzzauber gibt. Kompletter Schwachsinn. Hab noch nie im Leben. Schmetterlinge. Das bedeutet. Du solltest flüchten. Bist du ein Koboldstein? Akio! Sendung! Ingo! Leviosa! Sendung! Na ja, Leute. Mehr habt ihr nicht drauf. Lächerlich. Das ist das mit den, oder? Mit den... Nicht? Das ist doch das mit den Glühwürmchen, oder? Genau, da oben ist eins, da ist eins. Lumos. Eins. Zwei.
Gar kein Problem, Merlin. Deine Prüfungen sind gar nicht so schwierig, wie du denkst. Und hoch. Und hoch. Lumos. Tada! Damit wäre das erledigt. Wundervoll. Ja, die Merlin-Aufgaben sind, wenn man sie einmal verstanden hat, kein Problem. Wenn man natürlich nicht weiß, dass da die Glühwürmchen hingebracht werden müssen, ist es recht schwer. Lumos. Sieht interessant aus. Schnell wieder raus hier. Tagebuchseite. Rebellion. Squib Cottage. Dieses idyllische Cottage oder so gehört einem älteren Squib, der es vorgezogen hat, in der Welt der Zauberei zu leben, anstatt sich bei den Muggeln zu integrieren, wie es einige Squibs tun. Er begnügt sich damit, sein Land ganz ohne Magie zu bewirtschaften und die umliegenden Dörfer mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen, auch wenn er bei dem ein oder anderen Kürbis gelegentlich einen Schwellzauber durchführen lässt. Ah. Du bist der Squib oder was? Nee, das ist einfach nur ein Arbeiter. Was sind Squibs? Sind das nicht diese... Ich guck mal kurz nach. Das waren doch diese... So wie, ein bisschen wie Kobolde, oder? Hat er nicht gesagt. Ah, nee. Ah, okay. Also ein Squib ist das Kind von zwei Zauberereltern, das aber nicht zaubern kann. Und deswegen wird es möglicherweise in die Muggelwelt integriert, weil es ja de facto kein Zauberer ist. Genauso gibt es ja die Kinder von zwei Muggeln, die zaubern können. Und genauso gibt es auch die Kinder von zwei Zauberern, die nicht zaubern können. Das sind die sogenannten Squibs. Und hier lebt einer. Hm. Als Beispiel wird hier auch Filch aufgeführt, der Glück, Hausmeister von Hogwarts in Harry Potter. Sinnlos. Achso, das haben wir schon aktiviert. Das war mit der Kugel. Die konnten wir damals nicht bewegen. Oh. Sie kommt. Sieht gut aus. Was? Ist die gerade despawned? Habt ihr das gesehen? Moment mal. Das sollte aber nicht sein. Das war geplant.
so knifflig, Merlin. Entschuldigung, wir waren einfach die Bande. Fantastisch. Wie der Ball gegen uns gerollt ist. Ich fand's großartig. Kann ich das Licht jetzt ausmachen? Ja. Wer hier wohl gelebt hat? Ah ja, stimmt. Das war ja die riesige Ruine. Ja, okay, das wird storyrelevant. Da können wir dann Schloss Falbaton. Nee, da müssen wir storytechnisch nochmal hin. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Okay, dann auf nach Feldcroft. Da fliegen wir natürlich hin. Das ist ganz schön weit. Wir fliegen aber, dann geht's ja schnell. 3000 Meter. Einmal an Hogwarts vorbei. Wir können auch nochmal gucken, ob wir irgendwo noch Ballons sehen, die wir kaputt machen können. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber es waren ja auf jeden Fall noch welche da. Hogsmeade. Das ist der Bahnhof von Hogsmeade. Das ist wunderschöne Hogwarts. Was? Was? Sie hat ihm zugewunken. Ist das gerade wirklich passiert? Ey, ich habe Angst vor dem Wasser. What? Aber hier hat sich jetzt nichts geändert, ne? In dieser komischen Höhle. Wo war sie nochmal? Hier? Okay. Ja gut, der See ist also auf jeden Fall von sehr großen Meerestieren belebt. Das Labyrinth hier war auch cool. Gerne mehr davon. Nee, keine Sumpf. Die sind so böse. So, die Feldcroft-Region. Hier sind wir ja mit unserem Rundlauf um diesen Hügel zum Ende gekommen damals. Und jetzt die Frage, waren hier noch Ballons? Irgendwo? Sieht nicht so aus. Genau, da waren die ganzen Lager der Kobolde. Okay, höher kommt man nicht.
Ja, stimmt. Die große Ruine da oben, in der nichts war, außer dieser eine sehr schwache Special-Gegner, der seinen Namen gar nicht verdient hatte. Und da ist Feldcroft. Mit dem Brunnen hier, ich erinnere mich. Das ist ja der Ort, stimmt hier. Oh. Das ist ja der Ort, der von der damaligen, wisst ihr noch, die hier. Von hier stammt ja die Hexe, die auch die alte Magie kontrollieren konnte. Das ist ja der Ort, der in diesem Flashback grün gezaubert wurde von den damaligen Wächtern der alten Magie. Wisst ihr noch? Weil hier vorher einfach nur Dürre war. Oh, Sebastian. Du bist hier? Ja. Okay, Sebastian. Genießt du die Aussicht? Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einer neuen Freundin aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Ah, sie wurde also verflucht. Mhm. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Mhm, mhm. Ja, ich bin gerade schon wieder, ich rieche wieder eine riesige Verschwörung. Das ist ja gleichzeitig der Ort. Meine Schwester sollte drin sein. Okay, ich bin gespannt. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das... das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian, nicht der erhoffte Besuch. Sein Mantel hing ein bisschen mehr. Sebastian, dein Mantel ist egal. Ich glaube, der hat gerade andere Probleme als den Mantel. So, ich denke mal, wir sollen ja hier als Schülerin von Hogwarts auftreten. Dann würde ich auch mal unseren schicken Mantel überwerfen. Wo ist er denn? Oh, neu. Oha. Ein hervorragender Schulumhang mit dem perfekten Maß an Verzierungen. Oh, der ist sehr schön. Oh, ist das schön. Die Mantelphysik ist halt einfach nur geil, oder? Ah, oh. Wie gesagt, Mantel anziehen. Ich mag den Onkel nicht. Vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Wer hat die denn verflucht, Mensch?
Ein Brief von Anne Sallow an Sebastian Sallow. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe, Anne. Okay, und Sebastian sucht verzweifelt nach einem Heilmittel und der Onkel hat die Suche aufgegeben. Ein Brief von Sebastian an seine Schwester. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Sebastian. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben, oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Ranrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Oh, das ist eine schwere Entscheidung jetzt. Weiß ich gar nicht. Also ich bin... Och Mann, jetzt bin ich ja genau wie Sebastian, aber... Nein. Wenn Sebastian alles versuchen möchte und ich sehe nicht, dass alles versucht wurde, oder? Denkt ihr das? Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Wart mal ab. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie alles versucht haben, oder? Sie sah auf jeden Fall nicht gut aus. Der junge Haupt mit dem letzten Nerv. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal miteinander reden würdet, statt euch nur anzufeinden? Haben wir eigentlich irgendein Outfit? Moment, ich muss mal kurz gucken. Haben wir hier irgendwas? Nee. Nee. Nee, auch nicht. Ja, dann doch. Ah, ich bin gespannt, vielleicht finden wir noch was Cooles. Wir können später auch gerne, wenn wir dann irgendwann mal durch sind mit der Story von mir. Wir haben auch den übrigens, der ist auch cool, nur leider dreckig. Wir haben richtig viele coole Mäntel. Jetzt haben wir den neuen Umhang hier auch noch. Aber wir haben auch noch den hier, den kennt er schon. Wir haben ja den hier, der ist auch cool. Wir haben den hier, der ist auch cool. Dann haben wir... Was ist denn? Oh, aber auch dreckig. Den haben wir noch. Auch sehr schick. Aber der hat natürlich was, ne?
Na gut. Solomon Sallow. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh ja, Sebastians Freundin. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Jetzt fangen wir natürlich genau an wie Sebastian, aber... Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ja, Sie klingen wie Sebastian. Denken Sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, aber vielleicht täte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Na, ich bin bei Sebastian leider. Ich bin halt auch ein sturer Dickkopf. Mit Mantel ist schon cooler, oder? Sagen wir mal ehrlich. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Irgendwas stimmt mit dem Mantel schon wieder nicht. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ach, alles gut. Ich weiß, dass er wütend ist, aber er möchte doch auch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche, ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Mhm. Also besuchen wir jetzt den Ort, an dem... Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Wir gehen also jetzt zu dem Ort, an dem Anne angegriffen wurde. Verflucht wurde. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Ich freue mich auch schon auf den Slytherin-Charakter. Passt jetzt gerade nicht ganz rein, aber weil ich gerade Sebastian sehe... Schleudere einen. Sollen wir doch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Mein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. War jetzt ein sehr wildes Durcheinander. Wettbewerbsfähiger Schulumhang. Ja, was bekommen wir denn jetzt die ganze Zeit? Diese mega krassen Schulumhänge, diese Special-Sachen. Voll geil.
Sendung. Das war dein letzter Fehler. Was? Du bist aber nicht mit Leib und Seele dabei. Kringo. Ich werde dich ruhen. Ich werde dich ruhen, bis du tot bist. Protego. Boah. Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ja. Ich wollte dich warnen. Es war ein riesiger Kampf. Reparo. Ich weiß nicht, warum das geht, aber wir machen es einfach mal. Ein bisschen Ordnung reinbringen. Weißer Umhang. 2 Mega-Power-Tränke, dankeschön. Puh. Warum war Anne hier? Wer hat sie verflucht? Ich habe viele Fragen. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein vorbeilaufendes Kind. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall. Aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Ja. Schloss Rookwood. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ja, das ist richtig. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Das ist richtig, denn wir haben ja auch schon diese großen Bohrer von denen gesehen, die benutzen. Renrocks Anhänger, immer bewaffnet und kampfbereit. Wieder sehr geile Musik gerade übrigens. Gewohnt. Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen.
Ist das unser... Ich habe eine Vermutung. Wir gucken mal. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Nicht. Accio. Nicht. Wir kommen da schon rein. Hä? Ups. Revelio. Ja. Da war ein Kellergang. Hier. Revelio. Ach so, das gehört dazu. Okay, ich bin doof. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Aus der Erinnerung, oder? Ja, genau, hier war das doch. Hier haben die den Zauber gewirkt. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Tatsache. Wir sind gerade genau an dem Ort, an dem in der einen Vision die Magier den Zauber gewirkt haben. Das heißt, wie ich gesagt habe, stammt diese Hexe, die auch die alte Magie kontrollieren konnte, aus Feldcroft. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Aber schön... Wie geht das an? Wie unglaubwürdig sich das anhört, wenn Sebastian das wiederholt. Aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Erledigt, Sebastian. Ah, eine Treppe. Die hatte Dreck am Stecken. Ich sag's euch. Imelda, oder wie sie heißt. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her.
Isidora Morganax Tagebuch, Eintrag 1 von 7. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leiden zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Ich sollte ihn aufbewahren. 2 von 7. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnerte, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchung fortführen, sicherlich, aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Also verstehe ich das richtig, dass Isidora einfach die alte Magie für Dinge nutzen will, für die sie sie nicht nutzen darf, ja? Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reisen. Aber meint sie jetzt mit Erlösen, Schmerzlindern, sie umbringen, oder? Hier auch nochmal durch. Lumos. Oh. Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Nein. Kein Tagtraum. Aber sie hat die jetzt nicht umgebracht, um sie zu erlösen, oder? Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was das alles bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Ich vertraue Ominous übrigens auch nicht. Einfach niemandem vertrauen. Das ist so meine Lebensdevise. Krypta. Das ist der Geheimraum in Hogwarts, ne? Mhm. So konnte sie also zwischen ihrem Heimatort und Hogwarts hin und her reisen. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Triptychon? Hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Ein Triptychon. Aha. Runendarstellung. Okay. Was Hilfreiches in der Nachricht? Und das hat sich jetzt nur geöffnet, wenn man von ihrem Haus mithilfe der alten Magie durch den Spiegel geht, also sehr gut versteckt und nur für sehr wenige auffindbar.
ein Runensymbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Okay. Das war wirklich sehr viel. Nicht nur für dich, Sebastian. Belohnung abholen. Achso, das war die coole, das coole Gewand, ja. Legendäre Maske. Steinhalskette, das klingt auch cool. Steinmaske. Gar nicht gruselig oder so. Okay. Okay. Und was hatte jetzt der... Was hatte Salazar Slytherin jetzt hier? Eieiei. Sehr verworren alles, ne? Aber ich find's gut, dass weder unser Protagonist hier, unsere Protagonistin, noch Sebastian, noch sonst jemand alles versteht. Deswegen fühle ich mich nicht so doof. Okay, was machen wir beim nächsten Mal? Wir haben noch zwei Aufgaben, oder? Genau, das hier. Adelaide Oaks scheint sich um jemanden Sorgen zu machen. Ich sollte mit ihr sprechen. Und dann haben wir noch der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl. Im Raum der Wünsche, da müssen wir eh nochmal hin. Aber dann starten wir erst mit der Nebenaufgabe und die ist auch hier in Hogwarts. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es hier direkt weiter und wir machen die Nebenaufgabe und danach geht es auf in den Raum der Wünsche. Und dann werden wir unsere Pflege magischer Geschöpfe etwas ausbessern. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Hauptstory, viel Inhalt. Und ich bin gespannt, ob wir N dann irgendwann heilen können. Und vor allen Dingen, was es noch mit unserer Hexe der alten Magie auf sich hat. Dass die nicht hundertprozentig vertrauenswürdig ist, habe ich ja direkt gesagt, als wir die ganzen, ja, Visionen der Vergangenheit gesehen haben. Und mal schauen, was sie noch gemacht hat. Nicht, dass sie noch für den Untergang der anderen Hüter verantwortlich ist. Wir schauen mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.